Star Wars geht immer. Ja, das habe ich in diesem Adventskalender schon häufiger gesagt, aber auch heute ist das wieder der Fall. Ich habe die ganze Zeit über diverse Produkte für Star Wars Legion gesprochen, aber heute habe ich es tatsächlich hier auch selbst auf dem Tisch. Star Wars Legion, einmal das Grundpaket und einmal zwei weitere Erweiterungen, und zwar Heldenerweiterungen. Dazu würde ich einmal reden. Star Wars Legion hatte ich tatsächlich und war bei DICE auch schon ein relativ großes Thema, sehr, sehr lange. Und zwar hatte ich damals, als die Box noch rauskam, ein Unboxing tatsächlich als einzelnes Video gemacht. Das könnt ihr euch nochmal einschauen. Deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal stark auf den eigentlichen Inhalt drauf ein. Und wir hatten ja auch eine Road to Star Wars Legion Serie, die in der 9. Staffel 5 Folgen hatte und nochmal 2 Folgen in der 10. Staffel. Und ich denke, das wird auch nochmal weiter fortgeführt, weil wir richtig Bock auf Star Wars Legion haben. Es ist ein Spiel, das uns sehr, sehr gut gefällt in unserer Spielgruppe und wir es definitiv weiterspielen werden. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Star Wars Legion ist, es ist ein Tabletop-Miniaturenspiel. Wie wir schon gedacht haben, im Star-Wars-Bereich. Es gab schon von Fantasy Flight Game mehrere Spiele im Star-Wars-Bereich, schon mehrere Miniaturen-Tabletop-Spiele im Star-Wars-Bereich. Da wäre X-Wing oder auch Armada wäre zu erwähnen. Und das ist jetzt wirklich Bodenkämpfe, so wie wir, also so wie ich das als kleines Kind immer haben wollte, Star-Wars endlich mal als Bodenkämpfe mit Figuren, mit Stormtroopern und Speederbikes und so weiter und so fort. Und das ist jetzt Anfang des Jahres, Anfang 2018, ist das auf den Markt gekommen. Und zumindest in meinem Umfeld, und wenn ich das so sehe, ist das ein Spiel, das sehr, sehr beliebt ist und sehr gut ankommt, weil Star Wars geht ja immer. Star Wars Legion ist ein Squad-basiertes Tabletop-Spiel. Das heißt, dass man ähnlich wie bei anderen Systemen einzelne Helden hat, einzelne Figuren, die durch die Gegend laufen, dann Truppen, die in losen Einheitenformationen agieren und einzelne Fahrzeuge. Das Besondere bei dem Spiel ist nicht tatsächlich die Art, wie geschossen wird oder wie sich bewegt wird. Das ist relativ Standard. Es gibt keine Maß, also kein Zoll oder Maßstäbe, die man nutzt, sondern typisch für Fantasy Flight Games haben sie ihre eigene Maßeinheiten damit reingebracht in das Spiel, weshalb man, wenn man die Spielbox sich holt, tatsächlich auch nicht zusätzlich kaufen muss. Also kein Maßband, keine Würfel, das ist alles mit dabei. Und um das alles relativ zügig vom Spielablauf zu machen, haben sie es so gemacht, dass man nicht irgendwie wie bei anderen Systemen von jeder Figur einzeln abmessen muss, sondern es gibt pro Einheit, pro Infanterieeinheit, also die sogenannten Truppler-Einheiten, gibt es immer einen Anführer. Man misst im Endeffekt immer von dem die Entfernung ab und zieht alle anderen Figuren nach. So ist das von den Grundregeln. Man misst dann auch immer von diesen Anführern auch ab, um das Ganze relativ leicht zu gestalten. Das Besondere tatsächlich an dem eigentlichen Spiel ist, wie gesagt, auch nicht das Würfeln, auch nicht das Bewegen, sondern eigentlich die Aktivierung. Denn es ist ähnlich wie auch bei anderen Spielen, die es gibt, dass jede Einheit ein Aktivierungsplättchen hat. Aber nicht ein Aktivierungsplättchen, das nur speziell für diese Einheit ist, sondern für diese Art von Einheit. Also normal Standard-Truppler, Fahrzeug, Charakter, also Held oder Anführer oder Agent oder irgendwie Spezialeinheit oder sowas in der Art. Das kommt dann, das zieht man jede Runde oder wenn man dann dran ist, immer abwechselnd, ziehen die Spieler die dann verdeckt und können dann sehen, okay, alles klar, ich kann jetzt eine dieser Einheiten von diesem Typus aktivieren. Das wäre tatsächlich sehr, sehr zufällig alles, aber es gibt halt die Möglichkeiten mit Taktikkarten, die man einfach in der Runde spielt, eine gewisse Anzahl festen Truppen schon Befehle zuzuweisen, dass man diese während der Runde aktivieren kann, wann man möchte, ob man die früher oder später verwenden möchte. So hat man zumindest die Möglichkeit, eine Figur oder eine Figur Einheit dann ins Spiel einzubringen, wenn man es möchte, was dadurch die Taktik stark mit einbringt. Das Spiel hat halt auch, also es basiert im Endeffekt so, dass man am Anfang einer Runde eine Taktikkarte zieht und jede Taktikkarte hat eine spezielle Punktzahl und wer weniger Punkte hat, hat die Initiative in diesem Zug. Das heißt, wer die schwächere Karte theoretisch spielt, ist eher dran am Zug. Wobei, es gibt auch Karten, die sind einfach nur schnell und stark. Naja, und das ist halt relativ unterschiedlich. Und anhand der Anführer, die man reinbringt, kann man dieses Taktikkartendeck noch erweitern mit speziellen Taktiken für diesen Anführer, neben den generischen Sachen. Das heißt, dass ein Anführer, der in dieser Armee kommt, den Spielstil der Armee schon relativ stark beeinflussen kann, ohne dass man jetzt sagt, okay, andere Einheiten werden verwendet, aber die Sachen, die halt benutzt werden können, Spezialsonderregeln, die halt dann reinkommen, sind schon relativ stark auf das ganze Ergebnis ausgelegt. Und ja, und in der Grundbox ist im Endeffekt alles drin, was man zum Spielen braucht und das funktioniert auch inklusive tatsächlich, dass man auch einige Barrikaden, also Gelände drin hat. Das ist ja jetzt nicht so die Welt, aber zumindest für die ersten kleinen Spiele funktioniert das und wir haben auch mit der Grundbox
Grundbox ohne große Erweiterung. Da haben wir auch schon ein paar Spiele gemacht und das funktioniert wunderbar. Jetzt gibt es natürlich einige Profis, die immer sagen, naja, in den Grundregeln steht ja, dass ein normales 800-Punkte-Spiel, dazu braucht man ja 3 Standardeinheiten. In der Box sind aber nur 2 Standardeinheiten drin, das heißt, man kann damit ja gar nicht spielen. Nun ja, wenn die Regeln, die auf Papier geschrieben sind, einen daran hindert, Figuren zu bewegen, dann ist das halt so. Aber für all diejenigen, die der Meinung sind, dass Turnierregeln überall für alles gültig sind, auch für ein Spiel mit dem Grundspiel, es gibt von Fantasy Flight mittlerweile auch Regeln, oder Fantasy Flight Games mittlerweile auch Regeln, die Spiele ermöglichen, die weniger Punkte und auch weniger Modelle haben, wo dann auch unter anderem 2 Standardeinheiten, 2 Kerneinheiten, 2 Truppleinheiten dann erlaubt sind. Das Einzige, was ich tatsächlich als Nachteil bei der Grundbox ansehen würde, ist tatsächlich, dass zu wenig Würfel drin sind. Also alles ist zu Genüge da tatsächlich, nur die Anzahl der Würfel ist wirklich, wirklich sehr gering. Es gibt einige Einheiten, die müssen, Darth Vader zum Beispiel hat irgendwie 6 Würfel, die er würfeln kann, und davon, von diesen benötigten Würfeln sind irgendwie nur 2 oder so in der Box enthalten. Natürlich kann man die auch immer mehrmals würfeln, aber es ist schon so eine Sache, wo man denkt, naja, so ein paar mehr Würfel wären tatsächlich schon sehr schön gewesen. Passend zu der Grundbox, weil man kann natürlich mehrere, man kann natürlich, wie bei Tabletop ist es üblich, kann man seine Armee auch erweitern. Und da habe ich 2 Erweiterungen mit beider, und zwar 2 Charaktere. Einmal ein General oder ein General für die Rebellen, ein Anführer für die Rebellen und einen Agenten fürs Imperium. Das sind tatsächlich 2 unterschiedliche Arten von Figuren. Das Schöne ist, dass sie dennoch wunderbar zusammenpassen. Han Solo und Boba Fett, 2 der coolsten Säue des Star Wars Universums, die natürlich miteinander irgendwie verknüpft und verbunden sind. Während Han Solo ein weiterer Anführer für die Rebellen ist, man kann ja bis zu 2 Anführer mitnehmen, ist Boba Fett ein Agent. Das heißt, er kann, er zählt nicht als Anführer und kann eine Armee auch nicht anführen, kann aber tatsächlich als Charaktermodell eingebaut werden in eine Armee, die schon 2 Anführer hat. Und sowohl Agenten als auch Anführer geben neue Karten dem Pool der Taktikkarten, die man am Anfang auswählen kann, hinzu. Wobei man sagen muss, dass die Agentenkarten von Boba Fett nur ihn selbst betreffen und keine weiteren Befehle für die Armee generiert, was bei Han Solo ein bisschen anders ist. Da kann man zum Beispiel Han Solo und einen Truppler mitwählen oder Han Solo und 2 Einheiten. Da auf jeden Fall mit möglich. Und man muss auch sagen, tatsächlich Han Solo habe ich jetzt bisher noch gar nicht gespielt, weil ich in meinen Spielen spiele ich natürlich das Imperium, aber ich habe tatsächlich schon Boba Fett einsetzen können. Und Boba Fett, muss man wirklich sagen, ist ein Charakter für mein erstes Spiel, wo ich finde, dass der sehr schwierig zu spielen ist, weil Boba Fett ist ein Charakterjäger. Sowohl mit den Kommandokarten, die er mit zugibt, als auch mit den Ausrüstungskarten und den Fähigkeiten, die er hat und mit der Ausrüstung, mit der er noch zusätzlich ausgerüstet werden kann, ist er wirklich ein reiner Charakterjäger, die man wirklich darauf anlegen muss, dass er den gegnerischen Anführer jagt oder irgendwie andere Agenten, die es noch gar nicht gibt. Was zum aktuellen Zeitpunkt auch noch relativ schwierig ist, weil sowohl Han Solo hat dann immer noch 6 Lebenspunkte, Luke Skywalker hat auch 6 Lebenspunkte und dann bei Prinzessin Leia, die könnte man eventuell relativ schnell raushauen mit Boba Fett. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Er kriegt natürlich Fähigkeiten und Bonuspunkte obendrauf, wenn er auf ein spezielles Charaktermodell, was er sich vorher ausgesucht hat, zu attackieren. Attackieren kann. Ist momentan noch schwierig, muss man gucken, wie sich das erweitert. Vielleicht habe ich ihn einfach nur falsch eingesetzt. Also da würde mich interessieren von euch, wenn ihr Boba Fett, also wenn ihr Star Wars Legion spielt und Boba Fett eingesetzt habt, wie würdet ihr ihn spielen? Ich hatte bisher meine Schwierigkeiten, ihn anzuspielen. Ich finde das Modell tatsächlich ziemlich cool. Am Anfang habe ich gedacht, na, sieht irgendwie doch nicht so geil aus, nachdem ich ihn bemalt habe. Fand ich ihn doch schon sehr, sehr geil. Und auch die Fähigkeiten, die er hat, also seinen Flammenwerfer, dann hat er die Seilpeitsche und das Jetpack, kann er zwar alles nur einmal einsetzen, weil es seine Kommandokarten sind, dann kann er im Endeffekt seine Einwegwaffen dafür einsetzen, aber das ist schon sehr, sehr stylisch. Während Han Solo ein sehr, sehr schöner Anführer ist, er ist halt Han Solo, ne? Also seine Kommandokarten haben auch schon die großartigen Namen. Tut mir leid, die Sauerei, hat auch waghalsige Ablenkung, Planänderung. Ja, Han Solo ist im Endeffekt ein Charakter, der versucht, den Gegner so ein bisschen zu unterminieren. Also nehmen wir als Beispiel die waghalsige Ablenkung. Damit kann er einen gegnerischen Truppler-Einheit, die irgendwie feuert, oder eine feindliche Einheit, die einen Angriff durchführt, kann er sie dazu zwingen, eine Truppler-Einheit mit einem offenen, ausliegenden Befehlsmarker zu befeuern. Ja, was im Endeffekt heißt, wenn eine Einheit abgeschossen wird, bevor sie aktiviert wurde, kann sie nicht mehr aktiviert werden. Und so hat man die Möglichkeit, das Feuer auf eine Einheit zu lenken vom Gegner, also das Feuer vom Gegner auf eine Einheit von dir zu lenken,
die nicht mehr allzu wichtig ist, was sehr interessant sein kann. Oder mit einer Planänderung kann man im Endeffekt das Ausspielen der Kommandokarten des Gegners verhindern bzw. auch abändern, was seine Spielweise schon mal komplett abändert. Außerdem ist er ein Scharfschütze und hat unheimliches Glück. Also das heißt, er ist tatsächlich dieser Gauner. Er wird schwerer getroffen, trifft besser, weil ein Revolver hält, ist mehrere Schüsse auf einmal abgeben und hat natürlich noch die Möglichkeit, Ausrüstung zu bekommen, die ihn diesbezüglich auch nochmal stärken. Auch da würde es mich interessieren, wenn ihr Han Solo schon mal eingesetzt habt, wie setzt ihr ihn ein? Wir haben in unserer Spielgruppe einen, und den seht ihr auch hier vom bemalten Modell, das ist der Felix. Leider konnte er beim Spiel, als er Han Solo einsetzen wollte, nicht teilnehmen. Ich hätte ihn gern mal in Aktion erlebt. So eine Theorie ist Han Solo schon ein guter Kompromiss zwischen Leia und Luke. Luke, der sehr, sehr stark auf seine Machtfähigkeiten aussetzt und sehr stark in dem Nahkampf ist, ist Han Solo ja auf mittlere Schussdistanz relativ gut. Er hat immer nur Reichweite von 1 bis 2, ist aber ein Charakter, der versucht, es dem Gegner irgendwie schwerer zu machen. Und Leia ist ja ein kompletter Support-Charakter. Ich finde, Han Solo ist das so ein Zwischending. Was haltet ihr von Han Solo? Wie nutzt ihr ihn? Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, das würde mich interessieren. Auf jeden Fall bietet es alleine schon die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel für die Rebellen Luke Skywalker gegen Han Solo auswechselt, wenn man wenige Punkte spielen möchte, dann spielt sich das schon komplett anders. Wenn man jetzt natürlich Darth Vader und Boba Fett mit reinnimmt, ist schwierig, habe ich nämlich gemacht, weil ich habe auch als Anführer Darth Vader. Darth Vader ist aber ein teurer Charakter und Boba Fett ist auch ein teurer Charakter, hat man nicht so viele Punkte für die Truppen. Kann funktionieren, muss nicht. Bei meinem letzten Spiel hat es zum Glück funktioniert, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Ja, Star Wars Legion im Dice Adventskalender hier mit zwei Erweiterungen, Boba Fett und Han Solo. Ihr seht schon, ich könnte jetzt sehr, sehr stark immer ins Detail reingehen, würde es aber sehr, sehr lange gehen, weil das Spiel bietet aufgrund der ganzen Karten und aufgrund der Erweiterungskarten sehr viele Möglichkeiten, so wie es tatsächlich vom Fantasy Flight Spielen, wie man das mittlerweile gewohnt ist. Wobei man eine Sache dazu sagen muss, Fantasy Flight stand ja mit X-Wing sehr stark in der Kritik, dass sie Karteneinheiten beigelegt haben, die sehr stark waren, weshalb man sich Modelle von der anderen Fraktion, die man nicht spielt, gekauft hat, nur um an die Karten ranzukommen. Die Kritik haben sich zu Herzen genommen und bei Star Wars Legion ist es tatsächlich so, dass bei jeder Erweiterung die Karten, die dort drin sind, sind entweder nur für das Modell oder nur für die eigene Fraktion oder es sind generische Karten, die auch beim Gegner irgendwo drin sein können. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Lösung. So kann man sich nicht darüber beschweren, dass ich jetzt, keine Ahnung, mir, wenn ich Imperiale spiele, mir jetzt irgendwie noch eine Leia kaufen muss, um an ihre Fähigkeiten ranzubekommen, weil entweder ist diese Fähigkeit nur für Leia oder für die Rebellen oder aber es gibt ein imperiales Pendant, das ähnliche Fähigkeiten hat. Und das muss man tatsächlich sagen, ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut ist übrigens auch das Dice Adventskalender-Gewinnspiel. Dort könnt ihr eine tolle Überraschungsbox, eine Tabletop-Überraschungsbox gewinnen. Und ich habe bisher immer nie verraten, was drin ist. Ich würde es jetzt auch nicht direkt sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas hier vielleicht in dieser Box mit drin ist. Ja. Was ihr dafür machen müsst, um zu gewinnen, ihr müsst dieses Video kommentieren. Schreibt mir, was ihr von dem Spiel haltet, schreibt mir, was ihr von den Modellen haltet, schreibt mir, was ihr von der Art des Spieles haltet. Einfach eure Meinung. Was haltet ihr von Star Wars Legion? Schreibt das in die Kommentare, seid aber immer nett zueinander, sonst wisst ihr es ganz genau, sonst ist es Krav Maga für alle. Und am Ende des Dice Adventskalenders, Ende 2018, Anfang 2019, wenn mein Urlaub vorbei ist, werde ich einen Kommentar aus all den 24 Adventskalender-Video-Kommentaren rausziehen und diesen Gewinner wird dann ein Dice-Überraschungs-Gewinnspiel-Tabletop-Paket zukommen lassen mit alten Socken und vielleicht auch dem Grundspiel von Star Wars Legion. Vielleicht noch was anderes. Wer weiß. So, viel Glück, viel Spaß. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut.